Das Silberne war da. Kabelmikro. Das müsste gehen. Dies hier funktioniert. Das scheint jetzt aber auch zu funktionieren. Das hat was. Die Anfang der 70er, die Rockbands, die hatten immer mehrere Mikros, weil die Anlage nicht gut genug war. Das ist jetzt meine Gelegenheit. Das war immer mein Traum. Jetzt wird mir schon wieder eins abgenommen. Ja, liebe Freunde von Wir haben satt, herzlich willkommen hier vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe meine gesamte Hausspitze mitgebracht. Ich will auch hier meine Staatssekretärin. Ich habe mir sagen lassen, das sei nicht immer so gewesen in der Vergangenheit. Das heißt, wenn ihr hier seid, dass dann die gesamte Hausspitze hier ist. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und eigentlich könnte ich es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, ich habe aufmerksam zugehört bei euren Reden. Ich kann das eigentlich alles unterschreiben. Und so machen wir es jetzt. Leider ist es nicht ganz so einfach, denn es ist nicht so, dass der Bundesagrarminister einfach auf den Knopf drückt und dann passiert es. Sondern wir haben es mit Versäumnissen zu tun der letzten Jahre. Und ich habe bei Herrn Janssen aufmerksam zugehört, als er gesagt hat, dass ihr euch überlegt habt, kommen wir überhaupt dieses Jahr, jetzt regiert doch da eine neue Koalition, die hat ja viele gute Dinge in die Koalitionsvereinbarung reingeschrieben. Es ist gut, dass ihr da seid, es ist gut, dass ihr diese Forderungen erhebt und ich bitte euch sogar darum, macht diesen Druck weiterhin. Warum sage ich das? Weil andere machen Druck von der anderen Seite. Deshalb ist es wichtig, dass ihr laut seid, dass man euch hört. Ich will die Gelegenheit auch nutzen, euch zu danken, dass ihr das Ganze hier Corona-konform macht. Und ich glaube, ich kann im Namen von allen, auch der Polizei, danken, dass sie dazu beiträgt, dass das hier stattfinden kann. Herzlichen Dank an unsere Polizei. Wir gehören hier noch für euch. Es gibt ja auch andere Demonstranten, die legen sich mit der Polizei an und versuchen hier die Polizei an der Nase rumzuführen. Wir machen das nicht. Wir arbeiten mit der Polizei, damit sowas hier Corona-konform stattfinden kann. Und auch das darf ich bei der Gelegenheit, kleine Parenthese, sagen.